Hi Leute, da sind wir wieder. Und heute machen wir ein wirklich einfaches Eisrezept. Es ist ein Fruchteis, aber nicht so, wie man es im ersten Moment denkt. Ihr habt schon ein Bild gesehen, es ist etwas anderes, eigentlich eine relativ kreative Idee, wie man Eis machen kann. Ja, und wenn ihr Bock habt, das Rezept zu sehen, dann bleibt einfach mal dran. So, wir starten als erstes mit einer Kiwi. Die Kiwi wird einmal geschält. Und dann schneiden wir sie gleich in ein paar Scheiben. Die Stielansätze abschneiden, weil das da manchmal was härter ist. Und dann schneiden wir die Kiwi in Scheiben runter. Und die Dicke der Scheiben ist euch überlassen. Zentimeter, 2 Zentimeter, wie ihr es möchtet. Als nächstes schälen wir eine Mango. Diese Mango ist schon fast überreif. Ich habe sie jetzt schon ein paar Tage im Kühlschrank. Und ihr seht hier, ein paar Stellen hat sie schon, die werden gleich rausgeschnitten. Und ihr seht auch, dass die Mango hier schon keine gelbe, sondern schon eher eine orangene Farbe hat. So, und dann fangen wir an, schneiden die Mango einmal runter, am Kern vorbei. Und wir schauen einmal, wie weit dann hier das durchgedrungen ist. Das nicht so schöne, die nicht so schönen Stellen, und die schneiden wir dann einfach raus. Ich möchte nämlich so wenig wie möglich verschwenden. Jetzt haben wir hier die Mango und die schneiden wir dann einmal in Streifen. Also eine Hälfte einfach nur in Streifen schneiden. Nun nehme ich hier Erdbeeren. Die kommen sogar aus NRW. So, und ich schneide jetzt schon mal kurz das Grün ab und dann werde ich sie einmal kurz abwaschen. Einmal abbrausen, dass der ganze Transportdreck und vielleicht noch was vom Feld, der Dreck weggeht. Wir werden nicht allzu viele Erdbeeren brauchen. Die restlichen könnt ihr dann entweder ein Flavored Water machen, so wie ich das jetzt letztes hochgeladen habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Link ist entweder gerade hier auf dem Abfall-Erdbeerhaufen oder in der Infobox nochmal verlinkt. Dann habe ich jetzt hier noch Heidelbeeren. Wenn ihr frische bekommt, jahreszeitlich gesehen, also wirklich frische oder Wildheidelbeeren bekommt, dann auf jeden Fall geht es auch. Ich muss jetzt auf diese Variante zurückgreifen. Die sind jetzt aus Spanien. Nicht optimal, kaufe ich nicht so gern. Eigentlich nie, aber für das Video jetzt mal mache ich das mal, und die werden auch einmal gewaschen. Inzwischen habe ich jetzt hier noch Weintrauben. Die habe ich gerade gewaschen, und jetzt habe ich hier Kirschen. Je nach Jahreszeit gibt es die schon bei euch. Und die Kirschen werde ich jetzt einfach einmal einschneiden, den Kern entfernen, den möchten wir natürlich nicht im Eis haben. So, und dann starten wir jetzt von meiner Fruchteis-Variante mal anders, so nenne ich das. So, wir geben erstmal in einen Becher unsere Kiwi. Die drücken wir runter, so dass sich nicht mehr viel bewegt. Hier noch ein bisschen, hier nicht mehr. Ist nicht schlimm. Und jetzt braucht ihr Eisstiele. Und ganz ehrlich, gebe ich euch einen Tipp, macht euch mal so 10, 5 Stück auf Vorrat. Weil die Kinder, wenn ihr zum Beispiel für Kindergeburtstag macht, die werden es lieben. Glaubt mir. So. Und jetzt gebt ihr, wie ihr möchtet, eure Früchte da rein. Trauben könnt ihr ganz reingeben oder halbieren. Das geht. Nehmt eine Mango, wechselt ein bisschen von den Farben ab, dass es schönes Durcheinander gibt. Und ich habe das schon mal gemacht, auf dem Kindergeburtstag. Und das ging weg. Gerade wenn er richtig warm ist, es geht weg wie warme Semmel. Glaubt mir das. Und ihr könnt es mit allen anderen Früchten machen. Ihr könnt auch echt, ihr könnt Heidelbeeren, ihr könnt Kirschen nehmen, Johannisbeeren nehmen, ihr könnt Stachelbeeren nehmen. Darauf, worauf ihr Lust habt, wenn ihr keine Kinder habt. Wenn ihr es einfach für euch machen möchtet, mache ich auch. Seht ihr ja gerade. Und ein paar gebe ich natürlich ab. So, die beiden sehen jetzt so aus, die Fruchtbecher. Sieht ja schon mal recht super aus, also von den Farben her 1A. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir Apfelsaft. Und zwar nehme ich hier Apfelsaft, das Apfelsaftkonzentrat, und der ist klar. Der ist recht süß, ganz gut. Könnt ihr entweder pur reingeben oder ein bisschen mit Wasser mischen. Also nicht ganz so süß ist, so mache ich das immer. Ungefähr Hälfte Wasser, Hälfte Fruchtsaft. Oder ihr könnt natürlich auch
zum Beispiel was ganz anderes machen, Wasser mit einem bisschen Ahornsirup reingeben, dann noch eine karamellige Note. Je nachdem, ob die Kinder es mögen, also müsst ihr natürlich das wissen, vorher mal abklären. Wäre es ganz super, wäre es ganz lecker. Ja, und das befüllen wir jetzt alles noch bis oben hin, also komplett auffüllen und dann ab damit in den Gefrierschrank, bis alles gefroren ist. So, und das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, diese verschiedenen Fruchtsorten von dem Eis könnt ihr wunderbar kombinieren. Ihr könnt es auch ganz abwandeln, nur mit Beerenfrüchten und dann irgendwie einen anderen Saft nehmen oder so. Egal, wie ihr es macht, wird bestimmt immer lecker. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schickt mir ein Foto in die Facebook-Pinnwand oder unter dem Hashtag natürlich lecker. Könnt ihr es auch gerne machen auf Facebook, Instagram, Pinterest oder Google+, Twitter, geht auch alles. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.